Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Das hier werden die Polster im Jeep. Das sind relativ viele, weil wir auf jeder einzelnen Klappe, über jeder Kiste, an jedem Fach ein einzelnes Polster machen, dass wir die einzeln wegnehmen können, wenn wir an die Klappen dran wollen. Ja, und das ist Kaltschaum. Der ist relativ dünn. Das ist jetzt nur 7 cm dick, weil wir halt einfach von der Höhe her nicht höher gehen konnten, nicht dicker werden konnten. Und weil wir den so dünn gemacht haben, haben wir dafür halt einen hochwertigen Schaum genommen, halt einen Kaltschaum, der auch speziell, wenn man wenig Platz hat, eine dünne Matratze machen muss, dafür eigentlich gut geeignet ist. Verlinke ich euch unten. Und den habe ich mir auf Maß schneiden lassen und jetzt mache ich die Bezüge und dazu brauche ich noch was. Nämlich Stoff. Das ist ein Outdoor-Stoff, der ist auch gegen Schimmel und sowas imprägniert und das ist prinzipiell der gleiche Stoff, den wir auch im Sprinter haben, nur halt in einer anderen Farbe und wir haben uns für ein Graphit, glaube ich, ist das, ja, ist so ein helles Grau, sieht eigentlich ganz schick aus. Ja. Und wenn das Ganze fertig ist, sieht das dann so aus. Das ist ein Bezug, der hat einen Reißverschluss und da ist das Polster drin. Und wie ich die Bezüge nähe, also wie ich auch den genäht habe, das zeige ich euch jetzt. So, wenn ihr sowas machen wollt, braucht ihr eine Nähmaschine. Die hier, die ist echt top. Die habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Vergesst Muttis alte Nähmaschine oder Omas alte Nähmaschine. Hatte ich auch mal. Da braucht ihr echt was Vernünftiges, vor allen Dingen, wenn der Stoff ein bisschen dicker ist, auch wenn ihr so das mit Kunstleder machen wollt. Also da braucht schon ein bisschen was Vernünftiges. Ich verlinke euch die mal unten. Die habe ich jetzt seit ein paar Jahren und mit der bin ich echt super zufrieden. Ja, die funktioniert einfach. Gut, dann brauchen wir Reißverschluss am Stück, das sind glaube ich 20 Meter oder so, keine Ahnung. Und dann diese Schieber für den Reißverschluss, das sind die hier. Dann habe ich noch ein bisschen Schneiderkreide, geht ganz gut, Nadeln zum Abstecken. Klar, eine Schere, was zu messen und natürlich den Zwirn. Das ist ein Zwirn mit 50 Newton, glaube ich. Gut, dann schneide ich erstmal ein Stückchen Stoff zu. So, die Polster, die kriegen alle an der längsten Seite einen Reißverschluss, dass ich dann halt die Polster in den Bezug reinmachen kann, beziehungsweise den Bezug zum Waschen auch abnehmen kann. Und den nähe ich auch jetzt als erstes dran. So, das habe ich jetzt hier so ungefähr so einen Zentimeter umgeschlagen, habe mir das mit ein paar Nadeln fixiert und dann nähe ich jetzt hier den Reißverschluss so an die Kante dran. Thank you.
eine Seite ist fest. So sieht es dann hinterher von außen aus. Das ist dann die Innenseite. Das ist ja wurscht, wie das hier aussieht. Gut, jetzt kommt auf die Seite die andere Seite vom Reißverschluss dran. Die Länge, die messe ich jetzt ab und das mache ich folgendermaßen. Ich nehme das Polster, was dort reinkommt, messe die Länge. Das sind jetzt in dem Fall 36,5 mal 2, sind wir bei 73, plus 2 mal die Dicke, sind wir bei 80. 87 cm ist jetzt quasi der Umfang. Und von den 87 cm ziehe ich jetzt 3 cm ab, sind 84. Und die 84 cm zeichne ich mir jetzt hier an. Das kommt jetzt hier nicht auf Millimeter drauf an, aber schaut, dass er da möglichst genau arbeitet, weil sonst ist das hinterher alles krumm und schief. Die 3 cm, die ich jetzt hier von dem Längenmaß abgezogen habe, die sind jetzt halt bei dem Stoff und dem Schaumstoff, den ich nehme, passt das halt ganz gut, dass das dann hier so ein bisschen unter Spannung ist, dass die Kanten ein bisschen rund werden und dass das, sag ich mal, ein bisschen stramm sitzt. Wenn ihr das genau aufs Maß macht, dann ist der Bezug ganz locker. Jetzt muss der Stoff hier natürlich auch so rum umgeschlagen werden. So Leute, der Reißverschluss ist drin. Jetzt nähe ich den Stoff einmal zusammen, so dass hier die beiden umgelegten Falze direkt übereinander liegen. Dann mache ich mir eine Nadel rein, dass das nicht verrutscht. Jetzt mache ich das auf der anderen Seite auch. Jetzt schaue ich, dass hier auch die Falze übereinander liegen. Mach dort auch eine Nadel rein, dass das ein bisschen fixiert ist. So, und damit ich jetzt hier genau rechtwinklig nähe, nehme ich mir wieder das Polster, was dort rein soll. Dann lege ich mir das hier auf die Kante genau drauf. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Polster rechtwinklig ist. Und dann schaue ich, dass ich im gleichen Abstand mir den Stoff nochmal mit ein paar Nadeln absteck. Und dann nähe ich den Stoff hier einmal zusammen. Jetzt fehlt noch die vierte Seite hier drüben und das mache ich im Prinzip wieder genau wie die zweite Reißverschlussseite. Ich messe die Breite. Das sind jetzt hier 61 plus 7, sind wir bei 68. Und von den 68 ziehe ich jetzt 2 ab oder 1,5. Dann wäre es im Prinzip genauso wie beim anderen, aber weil das ein bisschen länger ist, kann ich da auch einen halben Zentimeter mehr abziehen. Was habe ich gesagt? 68. Das heißt, da sind wir bei 66.
Jetzt ist im Prinzip die Tasche, wo das Polster reinkommt, fast fertig. Als nächstes ziehe ich jetzt den Reißverschluss ein, weil nach dem nächsten Mal nähen geht das nicht mehr. Oh, fuck. Da gibt es auch irgendwelche Einziehhilfen, aber für die paar, die ich hier mache, brauche ich das nicht. Und jetzt fange ich auf einer Seite an. Die sind jetzt hier nicht gleich lang, das heißt, ich kann jetzt den erstmal auf der einen Seite reinziehen. Und jetzt ziehe ich den bis zur zweiten Seite und passe dabei auf, dass das auf der gleichen Länge zusammenliegt. Und da, wenn jetzt hier der da ist, wo der Schlitz kommt, ziehe ich ihn rein. So, dann noch einmal probieren, ob das passt. So, wunderbar. Reißverschluss ist drin. Dann kommt jetzt das Polster zum ersten Mal rein. Und zwar ist der Bezug dabei immer noch links rum. So, weil ich den ja jetzt ein bisschen kürzer genäht habe, flutscht das natürlich jetzt nicht einfach rein und außerdem rutscht das auf dem Stoff nicht sehr gut, was ja dann hinterher wiederum gut ist, dass der Stoff nicht drauf verrutscht, dass es nicht scheiße aussieht, und da muss man es jetzt halt ein bisschen stopfen. Und jetzt sind ja hier noch die Zipfel. Und die muss man jetzt im Prinzip auch noch so nähen, dass sich eine gerade Kante ergibt. Dazu muss man jetzt aufpassen, dass die Naht in der Mitte ist. Und dann stecke ich mir das auch mit zwei Nadeln einfach ab. So, jetzt habe ich alle vier Ecken abgesteckt und jetzt kann das Polster wieder raus. Und jetzt nähe ich einfach die vier Kanten einfach noch fest. Dabei muss ich aufpassen, dass dann das sowohl unten als auch oben in der gleichen Richtung liegt, dass ich dieser zusammengenähte Bereich dann zum Schluss gleichmäßig hinlegt. So, und das war's schon. Jetzt drehe ich den auf die richtige Seite. Und da kann jetzt das Polster wieder rein. So Leute, fertig. Ich brauche für ein Polster, wenn ich nebenbei nicht filme, ungefähr so 20 Minuten, 25 Minuten. Also das geht eigentlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, recht zügig. Und nehmt, wenn ihr sowas machen wollt, einen vernünftigen Stoff, nehmt vernünftigen Schaumstoff, nehmt vernünftige Reißverschlüsse, nehmt nicht irgendwelche Billigzeug, und dann lässt sich das eigentlich auch wunderbar verarbeiten. Gut, jetzt mache ich die ganzen anderen Polster und wenn ich damit fertig bin, kommt ihr ins Auto rein. So Leute, die Polster sind alle fertig. Die vier noch nicht ganz, die anderen sind schon im Auto, die sind schon fertig. Bei den vier fehlt jetzt noch was, und zwar das und das. Das ist Klettband. Hier habe ich mir jetzt schon Markierungen drauf gemacht, wo das hinkommt. Und dann nähe ich jetzt das hier drauf.
Und das Gegenstück, das wird dann auf die Holzplatte, wo das draufkommt, draufgetackert. Und dann ist das im Auto fest und dann kann das nicht mehr hin und her rutschen. So, das Zeug lässt sich ganz normal zuschneiden und lässt sich ganz normal nähen. So Leute, die Polster sind fertig und sind alle fest. Und ja, wenn man den Schrank hier will, zieht man halt das Polster ab. Dann kommt man ran. Ja, und das ist jetzt der Sitzplatz. Hier kommt noch ein kleiner Tisch hin. So, und wenn wir an die Fächer müssen, das zeige ich euch. Ich habe bei den Polstern, die über den Fächern sind, auch über der Kühlbox, über der Toilette, also fast alle eigentlich, habe ich dieses Klettband nur auf einer Seite angenäht. Und dann kann man nämlich hier hinten das Polster anheben und so die Klappe öffnen. Und dann kommt man unten dran. Und so kommt man jetzt hier an alle Fächer ran, ohne dass man die Polster abnehmen muss, außer bei dem Schrank an der Seite. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man das zum Bett umbaut. Einstein, kommst du wieder? Hey, na? 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 So, das Wichtigste haben wir jetzt also auch gemacht. Wir haben die Polster mit Hundehaaren eingeschmiert. Ja Leute, Polster sind drin, wir können drin sitzen, wir können drin liegen. Wir haben jetzt hier ungefähr so 1,90 glaube haben wir Liegelänge, wenn die Sitze vorgeklappt sind. In die ganzen Bretter, wo das jetzt aufliegt, da kommen noch Löcher rein, dass dort auch ein bisschen die Luft zirkulieren kann. Das hatte ich bisher nicht gemacht, weil wir ja bisher mit einer Isomatte drauf gelegen haben, damit es einfach stabil ist, also damit sich die Matte da nicht durchdrückt. Auch mit dem Polster funktioniert das. Ah ja, eins habe ich vergessen euch zu zeigen. Und zwar sind die Polster jetzt auf einer Höhe mit der Mittelkonsole. Und somit kann man die halt quasi auch mit nutzen. Hier ist ein Loch, das ist einfach dazu, dass man die Mittelkonsole öffnen kann. Ja, aber dieses kleine Loch, das stört nicht weiter. Das hat man ja bisher auch, wenn wir mit Isomatten drauf gelegen haben. Na, 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 komm her, komm her, komm her. Mach Platz. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Mach Winke-Winke. Mach Winke-Winke. Mach Winke-Winke. Nee, Winke-Winke sollst du machen. Ja. Winke-Winke. Winke-Winke.